Ein Musikvideo entsteht. Die Kulisse einer Hafenkneipe auf engstem Raum. Den Akteuren verlangt dies akrobatische Bewegungen ab. 10 Tänzer der Wiener Aufführung von Cats wurden an ihrem freien Tag von Falco angeheuert. Satellite to Satellite wird seine nächste Single. Im November kommt sie auf den Markt. Das Video dazu war schon 10 Wochen zuvor im Kasten. Für Falco waren die 14-stündigen Dreharbeiten die letzte Station einer 3 Wochen langen Reise durch die Bundesrepublik. Gefüllt mit Interviews, Fotosessions und Pressekonferenzen. Falcos neue LP ist seit August in den Läden. Wiener Blut. Nach zweimaligem Wechsel der Produzenten und mit einiger Verzögerung erschienen. Für den Künstler selbst war die Arbeit damit nicht getan. Wenn ich also bedenke, dass 85, 86 die Hölle los war und dann eineinhalb Jahre Pause macht, dann muss ich mir im Klaren drüber sein, wenn ich mit irgendwas an die Öffentlichkeit gehe, dass das eine Dimension haben muss, wo man zumindest sagen kann, aha, so, ob es jetzt ein Hit ist oder nicht, ganz egal, aber man muss es schon wissen, wenn ich da wieder raustrete, dass da schon einiges aufzuweisen sein muss. Nur so hergehen und sagen, ich bin wieder da und so, guten Tag. Um seinem Wiener Blut eine Dimension zu verleihen, muss Falco Kleinarbeit leisten. Er geht auf eine Promotion-Tournee, wie die meisten seiner Kollegen auch. Die beste Werbung für eine neue Schallplatte sind persönliche Auftritte des Künstlers, zum Beispiel im Radio. Rund 40 Rundfunkstationen besuchte Falco, bis zu 6 an einem Tag. Und überall die gleichen Fragen und die immer gleichen Antworten. Also fast 2 Jahre Pause aus dem Grund, weil 85, 86 derartig heftig war, dass es ganz organisch irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo du sagst, also Ausstopp, Retour, ne? Was man da dazu sagen muss, ist, dass da war der Punkt dann erreicht, wo ich mir also gesagt habe, diese 2 Jahre, das waren eigentlich in Wirklichkeit 20 Jahre und jetzt lass uns mal ein bisschen Pause machen. Mhm. Dennoch ist natürlich jetzt wieder der Sprung auf kalte Wasser passiert ist, Falco auf allen Kanälen so weit, dass ich also selber schon, dass es mir selber schon irgendwie unheimlich wurde und das irgendwie auch nicht nur in Deutschland, sondern Amerika und alles papipapu bis Tournee hin nach Tokio, dann ergibt sich eine ganz organische Pause für mich, dass das als Comeback gehandelt wird. Ist mir eigentlich wurscht, man kann sich nicht über alles den Kopf zerbrechen. Aber als alter Reimer sage ich, Comeback wieso, war nie weg. Also ich glaube, dass in der ersten Phase der Promotion-Kampagne der Funk das wichtigste Medium ist. Wenn die Nummer gut im Funk läuft, die Leute das dann in kleinen Abständen im Fernsehen sehen und über das Produkt noch etwas lesen, dann bildet sich da eine Meinung über ein Produkt. Sobald die Termine mit den Medien stehen, werden die Schallplattenhändler heiß gemacht. Prospekte mit kämpferischen Parolen wie Deutschland wartet, Falco kommt, ein Preisausschreiben nur für Händler und Inserate in der Fachpresse mit einer detaillierten Auflistung von Falcos werbewirksamen Auftritten. Auch dieser Doppelpunkt-Hintergrundbericht über Falcos Promotion-Tournee wird zum Bestandteil eben dieser Kampagne. Da gibt es eine ganz natürliche Selektion. Bei den Zeitungen steht die Auflage im Vordergrund, beim Radio die Reichweite und beim Fernsehen die Einschaltquote. Und das ist wie wenn ein Markenartikel eingeführt wird, da wird die jeweilige Werbeagentur auch nach den Mediadaten gehen. Und so ungefähr tun wir das auch. Auch die weniger wichtigen Zeitungen mit den weniger großen Auflagen werden von Falco bedient. Auf Pressetreffs in größeren deutschen Städten gibt Falco Kurzinterviews und stellt sich mit seiner Ehefrau Isabella den Kameras. Der neue Falco steht dann hinterher unter den Fotos. Tatsächlich gibt sich Falco heute ruhiger und seriöser als vor einigen Jahren. Der Fotograf einer Teenie-Zeitschrift konnte ihm den schwarzen Anzug nicht ausreden. In seinem Video zu Wiener Blut andererseits pflegt Falco wieder das Bild des Bürgerschrecks mit einer wahren Orgie in Kunstblut. Wie passt das zusammen? Das Blut und die Familie. Jesus. Ha ha ha!
darauf hinzuweisen, dass meine Familie wesentlich mehr Platz hat, auch in meiner Karriere, als es vielleicht ersichtlich ist, das erste immerhin Lebensinn mehr. Andererseits, warum im Video? Um ganz gezielt sie zu präsentieren, die Familie nämlich, und damit schottendicht, und es gibt keine Home-Stories mehr und es gibt gar nichts mehr. Falco weist zwar jede Absicht der Provokation von sich, aber der Rummel hilft ihm natürlich, sich und seine Platte ins Gespräch zu bringen. In Amerika wird Wiener Blut allerdings nicht für Aufregung sorgen. Falcos dortige Plattenfirma wird den Song vorerst nicht veröffentlichen. In Amerika meldet sich Falco mit Satellite to Satellite zurück und ließ sich von seinen Hausregisseuren Rossacher und Dollezahl verruchte Dirty Dancing-Stimmung zaubern. Denn ohne Video läuft international gar nichts. Videos, Reisen, Anzeigen, alles in allem lässt sich die Plattenfirma ihre Bemühungen für Falco einige hunderttausend Mark kosten. Was aber, wenn Falco trotzdem keine neuen Hits landen kann? International gibt es keinen Flop, da kommt sie raus und sonst passiert nichts damit. Aber es ist in dem Sinn kein Flop, weil die Amerikaner mich insofern, glaube ich, ziemlich genau einschätzen, als dass sie wissen, sie können von mir alles erwarten. Es kann sehr gut sein, es kann aber auch nichts sein. Das heißt, die Erwartungshaltung in Amerika ist eigentlich nicht so überragend hoch wie die hier. Und was passiert, wenn sie in den deutschsprachigen Ländern floppt? Hast du da irgendwelche Gedanken dir gemacht schon? So schnell wie möglich die nächste machen.